Ja, hallo Leute, hier wieder euer Doso mit Let's Play Skyrim die Unendliche und wir sind hier im Kupferkessel. Nach dem Abschluss der Aufnahmeprüfung machen wir einen Rundumgang und werden jetzt ein paar Getränke zusammenbrauen, zumindest es versuchen. Ich habe wieder mal was reingekommen und wir probieren gleich einmal Gesundheit verstärken. Da hätten wir die blaue Bergblume, dann Bärenklauen. Dann haben wir dann den Riesenzeh. Ich glaube, den habe ich noch. Ja, zwei davon. Und das Schimmerpilz dazu. Oder Hängemoos und Weizen. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr eine Frage habt. Schauen wir, wo wir genug haben. Hängemoos. Hängemoos, ja. Ah, geht gar nichts mehr. Nur drei Zutaten? Das kann ja nicht sein. Okay, egal. Findet ihr Stärkungsmittel, Salben, Umschläge und Tränke. Seht euch nach Herzenslust um. Sparen wir uns den Riesenseher mal. Und nehmen das Hängemoos. Da haben wir genug. Ja. Blaue Bergblume und Bärenklauen. Okay. Ich verkaufe Heil. Ah, seht ihr Leute, das kann ja nicht sein. Magica Regeneration senken, Bärenklaue, verstärken. Wir haben da einen coolen Trank jetzt. Nur gegen alle Krankheiten und stehe euch stets zu Diensten. Den schauen wir uns doch gleich an, ja. Das konnte ich jetzt nicht lesen. So. Zaubertränke. Giftmagikerin, na das war's nicht, oder? Ich suche den einmal. Ja, und diesen haben wir jetzt hergestellt. Gift der Magikerregeneration senken. Senkt die Magikerregeneration des Ziels für 22 Sekunden um 100%. Einhandwaffen verursachen 60 Sekunden lang 18% mehr Schaden. Gesundheit wird für 60 Sekunden um 18 Punkte erhöht. Eigentlich dasselbe, das wir da gefunden haben, nur ein bisschen besser. Ja, Leute, ist nicht schlecht. Also, das wäre das. Und wir schauen gleich weiter. Wir da überprüfen da gleich die ganze Liste. Bis gleich. Das nächste, das wir da jetzt ausprobieren soll, die Magica verstärken. Wir haben da Ektoplasma und jetzt haben wir nicht. Schauen wir gleich. Nix da. Die rote Bergblume. Da haben wir genug, ja. Und Tundra Baumwolle. Haben wir auch, ja. Und? Okay, Magica wird für 60 Sekunden um 18 erhöht, stellt 22 Punkte Magica wieder her, verursacht 9 Giftschaden. Ah, oh, Zaubertrank, pipapo, ja. Ist ja auch was. Okay. Gleich bis zum nächsten. Ja, das nächste Rezept soll angeblich die Gesundheit verstärken. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr mit eine Frage Hängemoos hat. Und dem Riesensee. Hoppala, wo ist denn der Riesensee? Da. Und Gesundheit wird für 300 Sekunden um 18 Punkte erhöht. Gesundheit verstärken, okay. Auf zum nächsten. Und der nächste Zaubertrank, den wir da haben, soll angeblich Unsichtbarkeit, Gesundheitsregeneration, leichte Rüstung verstärken und Krankheit heilen. Das ist Vampirstaub plus Mondfalterflügel plus Falkenfeder. Aha, ja. Okay, Wert 372.
Unsichtbarkeit für 18 Sekunden, Gesundheit regeneriert sich 300 Sekunden lang 22% schneller, steigert die Fertigkeit, leichte Rüstung zu tragen, 20 Sekunden um 9 Punkte, heilt alle Krankheiten. Ja, das ist ja mal ein Ding, ne? Pflege und Tränke, seht euch nach Herzenslust um. 372 Leute, ja? Ich glaub's ja nicht. Cool, danke für diesen Tipp. Gleich weiter. Das nächste wäre Elfenohr, Frostsalze und Moratapinella. Und da schauen wir gleich mal, was da rauskommt. Magica wiederherstellen. Ah, 22 Punkte. Ja, ist ja nicht so wild und auch nicht viel wert. Leider, Leute. Ich verkaufe Heilmittel gleich zum nächsten. So, der nächste Trank wäre Eisgeist, Zähne, Distelzweig und Beißkappe. Schwere Rüstung verstärken, ja? Steigert die Fertigkeit, schwere Rüstung für 60 Sekunden um 9 Punkte. Das Ziel ist 30 Sekunden lang um 13% anfälliger gegenüber Frostschaden. Das Ziel, ja? Zaubertrank der schweren Rüstung verstärken, cool! Scheid, wenn ihr meine Hilfe braucht. Und ich denke, wir finden da noch so einiges. Und zwar gleich. Ja, das nächste wäre Orange Pfeilfedern, Moratapinella und Schlachterfischschuppen. Schauen wir mal. Ein Gift verursacht 10 Sekunden lang 4 Giftschaden pro Sekunde. Okay. Und gleich zum nächsten. Ja, das nächste wäre blauer Schmetterlingsflügel, blaue Bergblume und Knochenmehl. Beschwörung verstärken, verstärken, Ausdauer senken, Knochenmehl, Bipapo. Okay. Gift Magikaregeneration senken. Aha. Senkt die Magikaregeneration des Ziels für 22 Sekunden um 100%. Beschwörungszauber verfügen für 60 Sekunden über eine um 22% längere Dauer. Ja. Cool. Entzieht dem Ziel 13 Punkte Ausdauer. Ja, und ist ja auch was wert. Okay. Ein paar habe ich noch, glaube ich. So, das nächste wäre Knochenmehl, Elfenohr und Schlammkrabbenkitin, ja? Feuerresistenz. Kommt ja gut. 13%ige Feuerresistenz für 60 Sekunden. Okay. Zaubertrank der Feuerresistenz. Perfekt. Und vielleicht finde ich noch was. Ja, und noch was gefunden. Schmetterlingsflügel, Hühnerei und Tollkirsche. Aha, das ist auch nicht so billig. Oh, das ist jetzt wieder weg. Wieso ist denn das immer so verflixt? Ich suche es gleich einmal, ja. Das nächste Rezept wäre dann Schmetterlingsflügel, Tollkirsche, die hatten wir jetzt gerade bereits. Und ein kleines Geweih, da schauen wir. Gesundheit senken und ja, Ausdauerschaden. Entzieht dem Ziel 10 Sekunden lang 4 Punkte Ausdauer pro Sekunde, verursacht 9 Giftschaden. Und ist nicht viel wert. Ah, das wollte ich nicht. Wir müssen schauen, was viel wert ist. So. Eines habe ich, glaube ich, noch und dann wäre es das für diesmal wieder. So, der letzte für heute wäre nämlich violette Bergblume, Fackelwürmchen, Brust und Weißkappe. Ja, dauerhafter Magikerschaden. Okay, entzieht dem Ziel 10 Sekunden lang 4 Punkte Magiker pro Sekunde, stellt 22 Punkte Ausdauer wieder her. Aha. Alles klar, 63 wert. Ja, gut so, Leute. Hm? Ich verkaufe Heilmittel gegen alle Krankheiten. Ich verkaufe das Zeug gleich einmal. Ja, und ich bin froh und danke euch allen, dass ihr mir da immer diese Tipps gebt und ihr schreibt ja recht fleißig, ne, wenn es da um die Zutaten geht. Ich habe da einen ganzen Haufen, weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich hoffe, es ist für euch auch interessant. Wenn nicht, dann müsst ihr da schreiben, dann lasse ich das, weil ich habe ja meine Tränke, die ich brauche, schon bei der Hand. Ausdauer wiederherstellen, Beschwörung verstärken, dauerhafter Ausdauerschaden und so weiter und so fort. Da haben wir ja genug mittlerweile.
Aber wie gesagt, wenn ihr es weiter sehen wollt, einfach nur posten. Oder wenn es euch nicht interessiert, einfach Daumen runter. Ja, dann, weil es geht da schon ein wenig Zeit dabei drauf. Ich finde es interessant. Ich probiere das ja immer wieder gern durch. Weil man kann ja damit auch einiges an Geld machen. Okay Leute, ja, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wenn ja, macht ein Abo, wenn nicht, dann sagt es ihm nicht weiter. Und wünsche euch noch einen schönen Abend beim Zaubertrank Braun, Leute. Schönen Abend noch, euer Doso. Ciao.